Hey ihr Sahneschnitten, ich bin heute zu Beginn auf Abbe unterwegs. Um besser mit Stegos an schwer erreichbare Basen zu kommen, brauchen wir eine Kaki. Direkt im Anschluss finde ich noch eine kleine Base in der Salzkäfer Falgoero und Shanks eine ähnlich große Base an der Border auf Scorched Earth. Danach finden wir noch eine eher sehr fragwürdige Base auf Lost Island, aber dazu später mehr. Viel vor in der Folge, deswegen starten wir auch direkt rein. Let's go! Jetzt hat es dich übel rum oder ist das nur im Discord? Das ist glaube ich nur der Discord. Guck mal, was ich gefunden habe. Ja, geil. Geil. Den kannst du zurückziehen und dann irgendwo verstecken und einen reinpumpen, oder? Das Teil müsste doch. Warte mal, der labert der irgendwas. Aber ein Paracer-Netzen? Die reden ganz nicht. Merkwürdige. Nee, auf keinen Fall. Jetzt schießt er auf mich. Als ob. Kam gerade irgendein deutsches I go from the. Wollte er ingame wieder seine Taktik verraten? Ich weiß auch noch nicht. Überlege gerade, ob ich mit dem Parachute auf den drauf springe einfach. Du kannst ihn wegpumpen. Hättest du jetzt die Fabi, wäre der natürlich 0, nickes weg. Ich bin auch gleich beim Drop. Ah, oh, fuck, ich habe meine abgelegt, ich spaß. Ja, ich wollte halt beim Scout nicht. Bin drüber gesprungen. Mach ich nochmal. Oh, sauber! Und weg die Sau! Was? Geil. Was ist der andere Typ? Speck heißt der. Hä? Das war ganz weird gerade. Jetzt take all den erstmal. Ist der hin? Hat der sich wieder unten reingesetzt? Ich weiß es nicht. Da ist er. Er hat natürlich einen kleinen fliegenden Vorteil. Boah, ich habe hier 30 FPS gerade, ne? Mit Grafik auf episch hier. Ja, fühle ich. Wenn du mir sagst, wo du bist, kann ich mit dem Bloody kommen. Aber mitten am Fluss halt irgendwie relativ am Anfang noch. Der Typ ist halt mies durchgezogen. Ach, Racer, halt doch mal dein Maul jetzt hier. Hat der Angstschiss reingekickt. Weg. Schade. Aber war witzig, das kann man ja nicht leugnen. Oh, ich hätte ganz gerne den anderen Boy auch noch getötet. Der andere Boy ist da gerade sogar. Er will seinen Racer looten. Ich habe einen Hidden Transmit gefunden. LOL! Er sagt, Gato, bitte lass mich! Denn das ist meine Experience in ARK, ich sag's dir. Ich schaff ihn dir. Geil, eine Pump. 300%. Oh, sauber. Oh, das war actually sogar richtig worth. Er hat sein Zeug irgendwo gesaved. Egal, die Pump ist schon richtig gut. Ja, der hat nichts mehr an sonst irgendwie. Er hat auch sonst nichts mehr dabei, der hat das irgendwo hingesaved. Vielleicht bauen die in der Nähe. Er ist deine Mutter. Tribe of Yannick. Yannick habe ich auch gefühlt schon 300 Mal in ARK umgebracht oder so. Irgendeiner, der Yannick heißt. So mit der häufig gekillteste Name bei mir irgendwie. Echt jetzt? Ja. Sauber. Ah, wow. Ne, das zählt glaube ich nicht. Ist die Frage, ob ich hingehen soll, weil gerade dreht sie sich ja ganz gut, so, ne? Jawoll. Liegt. Der Gatolino. Haben wir das schon mal, um uns auf irgendwelche komischen Pillar drauf zu werfen oder so? Kann jetzt mal gucken, ob man noch eine zweite oder so mitnimmt. Ich meine, ich schon mal dabei ist. Oh, Bruder. Ah, ja, schade.
Schade. Ja, wollen wir uns mit der einen begnügen? Ja. Aufgeschissen. Zeit mal ein paar Mad Brews zu schlürfen. Was ist denn das schon wieder für ein Ungetüm hier? Bauen Menschen da für einen Scheiß? Jetzt sehe ich es auch. Ist halt die Frage, auf welche man jetzt drauf geht, ne? Wo das Upcrash. Ja, weil wir jetzt immer wieder gesehen, dass es da geblieben ist, während Ragnar gecrashed ist. Also deswegen. I try here my Glück oder so. Ja. Ich sehe hier so viele Basen, die normalerweise so ein typischer Anfänger in Ark so in 2016 gebaut hätte. So Bock mal wieder so ein neues Game, wo so viele Bongo-Trommler irgendwie am Start sind, die erstmal komplett verloren sind und du kannst dir da einfach einen Spaß erlauben. LOL, hier sind Cryo-Tames in Kisten. Viele? Nee, zwei Petis, aber ansonsten ist nur Müll da. Da hast du eigentlich den Hidden Stash abgezockt. Ah, Hidden, also, wenn das Hidden ist, dann weiß ich auch nicht. Oder war das der Strand-Stash? Ja, also. Ja, du sagst Normals, 10 Heavies. Also, keine Ahnung, einfach 4 Kisten, die an der kaputten Steinmauer rumstehen. Weiß ich nicht, haben wir Chris? Ja, wir können Chris bei uns farmen. Waren einfach random paar Kisten und da waren einfach 2 Cryo-PTs drin. Mein 181 und 263. 263 ist vielleicht noch okay, aber 10 Heavies, was soll's. Nehme ich mit. Lol. What the fuck? Was ist passiert? Ich spawne, guck mich so ein bisschen um. Auf einmal sprintet mich so ein Pferd an und will mich treten, was halt getaped und auf Agro gestellt ist. So komplett aus dem Busch kommt das angeriet und will dich umnieten. Alter. Oh Mann. Boah, ich bin jetzt gerade wieder auf Valgo gejoint. Ja, ich meine hier crashmäßig, ob es jetzt das war oder ob es gleich weitergeht. Possible Rede. Ja? Jörg Spechtens. Baut in der Salzcave auf Valk. Ich sehe 4 Heavies. Okay. Kann natürlich sein, dass dahinter nix ist. Weiß ich nicht. Du Bock hast, könntest du mal kurz. Wir können das mit deinem Stego alleine machen. Du Bock hast, könntest du mal gerade fix dein Stego mitbringen. Ich place dir kurz ein Bett hier hin und dann. Ja, wir sind halt immer. Rein. Sind halt nicht im Tribe leider. Ach ja. Doch, auf Valko sind wir im Tribe, oder? Nee, ich war noch gar nicht auf Valko diesen. Doch, ganz am Anfang. Bossfight klauen. Ach ja, haha, stimmt. Geh ruhig richtig tief am besten direkt rein irgendwie. Ja, ja. So, dass Heavy auf der Seite auch noch hast. Ich weiß nicht, wenn du drin bist, kannst du ja mal in den Car gucken, ob da dahinter irgendwas ist. Ja. Kannst ja leider immer nicht um die Ecke gucken. Weiß nicht, ob er jetzt noch was ist. Ich kann das nicht sehen, so genau. Ich glaube, weiter durchlaufen kann ich hier nicht. Kann man stehen? Sehe da keine weiteren. Du mal sagen. Nö. Ist sonst auch nichts. Offene Kabel. Wilde Verkabelung auf jeden Fall. Oh, hier ist eine Mantis. Da sind Gamer. Einer down. Boah, Alter, ich dachte gerade, das ist ein Turret. Junge, Junge, Junge. Jawoll. So ein 50er Sattel, Alter. Generator down. Ja, okay, dann war fleißiges Looting. Ritz, guck mal, 2 Pumps, aber keine so guten. Ich hab auch Fabby Pump. Boah, Ele, das 4 Days, also ressourcentechnisch war das wieder ein Jackpot. Ich mach mal den Tresor auf, ne? Ja. Hast du hier schon reingeguckt? Zündpulver oder so, direkt hier. Ja, Zündpulver, das ist aber sehr gut, weil das haben wir nicht. Oh, der lebte noch. Scheinbar.
Hast du den Player hier schon gelootet? Da hat aber auch nichts. Hier sind ein paar Sättel und so weiter drin. Hier ist noch ein Petit-Cryo. Brandpfeile, Karotten. Ansonsten Abo-Sattel, Enki-Sattel. Ego-Sattel auch 150er. Hier sind nochmal Eledust. Ja. Battle Arrow. Ja, war ein easiger. Ja. Wenn du willst, können wir halt noch auf Scorched Earth da diesen. Oh man, ja, schnapp dir erstmal deinen Stego hier. Warte mal, ich pack dir mal ganz kurz in den Stego noch ein paar Sachen rein, wenn du jetzt hier rüber machst. Noch Abo. Wenn du jetzt gerade rüber gehst, kannst du den Scheiß direkt mitnehmen. Ja. Nee, das ist meine Angst. Ja, also doch, ressourcentechnisch war das schon ganz okay. Bei genau 10,90 auf dem Kreuz. Da rechts üben, oben am Berg. Also wenn du drauf... Ah, da bist du schon. Der schnelle Gamer. Aber echt, du bist viel, viel schneller. Hier dein Stego, ich habe leider Cooldown. Ah, du auch, ne? Ja, ja, ich habe auch Cooldown. Da muss ich dann, ich glaube, kürzer. 140 Seconds. Aber das is it, die Bestie. Der hat halt einen Tech-Gen drin stehen, weißt du? Ich denke immer, die Rückseite hat World Border, ne? Deswegen ja, ja. Steht da keine Turrets, okay. Ja, ja. Die auf Medium. Oder schätze ich die Range falsch ein? Das ist fast low. Ja, ne? Warte mal, wir machen mal folgendes. Saugen den Spaß mal von hier oben. Ja, smart, sehr gut. Eins ist schon leer. Zwei leer an der wichtigen Seite. Wenn das dritte leer ist, jump ich ran und leg die vier, okay? Okay. Eins, zwei, drei, Base vorbei. Offline Raid Protection. Das ist natürlich peinlich. Ja gut, guck's dir mal an. Ja, ich will jetzt nicht absteigen, mach mal. Guck mal, ob ja. Da ist nichts drin. Nur ein Jenny mit zwei Tech-Schlafkapseln und 130 Ele im Jenny. Als wenn. Ja. Kannst sogar von hinten reingucken. Warte, ich blow den Jenny, dann kriegen wir die Turret-Armor, aber ich meine immerhin bestimmt zwei Turret-Schuss. Hätte ich actually vorher sagen können, weil ich von hier aus mit K einfach reingucken könnte. Egal. Bisschen Ele, ist ja auch nicht ganz schlecht. Ich kann auch sonst eben hier Betten placen. Ich bin bei der Insel gegenüber. Wobei hier ist theoretisch eine Triangle, die müsste ich vorher noch wegmachen. Guck mal, ob ich hier kann. Ja. Ich mach einfach mal hier, sonst mach auch bei dir. Macht ja auch nichts. Okay. Dann würde ich tatsächlich von hinten da rein jockeln. Wow, Alter, das war fast mich. Hallo. Ja, okay, direkt hoch oder was? An und hoch, oder? Aber ich kann hier sogar noch mal kurz stehen. Ich leider nicht, aber ich könnte werfen. Oh, let's go, der Hase. Die sind on sogar. Oh fuck, ich bin noch nicht drauf, aber mach ruhig. Ich glaube an dich. Wir haben Tech-Genie da drin. Ja, ich muss mal kurz turn. Dann nehme ich mal hier die. Da unten stehen auch noch welche, die versuche ich noch mitzunehmen. Jetzt schon so unten. Warte, ich gehe noch einen Tick näher, weil da unten ist noch eins. Das würde ich gern auch direkt. Ja, so. Jetzt kannst du dich positionen. Da ist. Was ist denn da drin? Was guckt denn da durchs Dach? Weißt du, was das ist? Eine Wyvern, glaube ich. Siehst du nicht diese blauen Metallfinger oder was? Ja, ja. Ich hätte gesagt, das ist eine Wyvern.
Also das eine ist ein Parasaurus. Ja, aber guck mal da links, da sind so andere Strukturen oder so. Ein Repti? Nee. Sieht aus wie der Kopf von einem Repti, oder? Das ist irgendwie... Oder ist der Schwanz vom Tech-Parasaurus? Also die sind on. Vielleicht kommen sie ja gleich noch. Okay, guck mal vorsichtig. Ein Tüler. What the fuck ist denn das? Mach mal direkt die Betten kaputt, ne? Ja, das ist eine sehr spezielle What the fuck, Konstruktion, Alter. Muss man ja mal sagen. Oh, gehen wir weg. Ja. Das ist nicht durchgegangen. Oh. Er ist auch auf Aggro. Tüler will Chomp-Chomp machen. Ja, dann lass mal oben, genau. Wir sind nur Parasaurier. Echt jetzt? Ja. Als ob das hier eine Detection Station ist. Ja, vor allem kacken halt Eier runter auf die Tüli, die da steht, und die steht um den Detection-Genie rum. Und das ist es dann. Hä, was ist das bitte für ein magisches? Hier geht irgendwas Magisches ab, oder? Oder ist das irgendwas, was wir nicht verstehen? Ist das 300 IQ? Nee. Dass die Scheiße von den Parasaurus und den Tüler irgendwas Krasses macht. Denke nicht. Auch Prim Sättel drauf. Ja gut, dann ab, ne? Pass nur auf, da ist noch der rechts von dir. Da war ja was. Auf dem Pillar der TP, dass du da nicht reinbracht hast. Ich guck mal, ob da noch irgendwas ist, aber das sah aus wie... Keine Ahnung, ich versteh's auch nicht. Da stehen... Nee, ist nur der gewolltroppte Generator, ein Stego. Der Stego ist weg. Da ist jemand, Tex-Jut. Ja, denn Fabi hat es meine Wyvern Dad. Ich wollte sagen, was ist, da kann ich glaube ich gerade mit dem Mailwing nicht viel machen. Nee. Dann gehörte der TP wahrscheinlich zu denen. Hinze, bauen so eine komische Base und dann das? Ja. Dann vielleicht bauen die da irgendwo unter Wasser krasseste Base oder so. Das kann natürlich immer sein.